Hallo und herzlich willkommen zurück zu Armored Warfare mit Motility. Und im Hintergrund seht ihr es bereits, heute geht es um den T-62 Veteran. Ja, was zur Hölle ist das und warum ist es so bunt? Das ist ein normaler T-62, ja, der sieht exakt gleich aus, hat auch dieselben Upgrades und so weiter und so fort. Es ist also kein Premium-Fahrzeug, man muss ihn wirklich erforschen und fahren. Hat damit also auch jede Menge Spaß. Und es ist der allererste Panzer mit Tarnung und exakt diese Tarnung wird es nie wieder geben. Also der hat eine komplette spezielle Tarnung nur für diesen Panzer und dieser wird ausgegeben für den Veteranentag, den wir hier in Deutschland nicht so wirklich feiern, aber andere Länder tun dies und deshalb gibt es jetzt die Möglichkeit, diesen Panzer gratis zu bekommen. Zuallererst mal für diejenigen, die überhaupt nicht warten können, unter diesem Video auf meiner Facebook-Seite habt ihr die Möglichkeit, 3 Stück davon mitzunehmen. Einfach irgendwas drunter posten und schon, ja, habt ihr die Möglichkeit dazu. Für alle anderen, die da kein Glück haben, ab dem 11.11.2015 bis zum 22.11.2015 bekommt diesen Panzer jeder. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur einloggen in Armored Warfare. Und schon habt ihr dieses Schmuckstück in der Garage. Und ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, da in diesen Tagen mal hineinzugucken. Für alle, die in dieser Zeit absolut keine Zeit haben, da gibt es dann natürlich später noch Möglichkeiten, an diesen Tank ranzukommen, aber eben nicht mehr durch das Spielen oder durch Sonstiges, sondern man muss wirklich auf Gewinnspiele hoffen. Also nicht verzagen, am 11.11. bis zum 22.11. einloggen, schon habt ihr dieses Schmuckstück in der Garage und ich werde ihn jetzt einfach mal testen. Viel Spaß! So, da sind wir auch schon mit unserem T-62 Veteran mitten im Schlachtengetümmel. Ihr seht schon, 1139 HP, es ist exakt so viel wie der normale T-62 mit dem Retrofit, mit dem ersten Retrofit. Und ja, ist nicht ganz so gut gelaufen hier im Matchmaking für uns, denn wir haben fast nur 4er-Gegner gegen uns. Aber ich versuche mich so lange wie möglich hier, ja, aus Schwierigkeiten rauszuhalten, um den ein oder anderen guten Schuss anzusetzen. Natürlich sollte man am Anfang nicht direkt an die Front fahren, deswegen bleibe ich hier auch mal schön stehen. Und da haben wir auch schon ein Ziel. Na, komm her, komm her, komm her. Oh, no pen, schade. Dafür sind wir jetzt gespottet. Dann ziehe ich meinen Tick zurück. Da haben wir ihn wieder. Aber wir sehen leider nichts von ihr. Doch, da. Und da haben wir ihn penetriert. So. Mal gucken, ob hier demnächst noch was aufgeht. Da oben sind auf jeden Fall sehr viel kleiner. Aber ich habe nicht vor, hier mit einem Loot hier als erstes vorzufahren. Deswegen lasse ich sie erstmal ein bisschen kommen. Eventuell kriegen wir hier einen guten Schuss nochmal auf irgendwas, was da oben angreift. Und dann werden wir mal gucken, ob sich hier vielleicht eine Möglichkeit bietet, auf den T-62 da zu gehen. Hm, noch nicht. BMD hinter uns. Naja, der wird wohl sterben. Gegen 2 Sheridans und ein OF. Sollte dabei drauf gehen. Hm, ich würde so gerne auf den OF da schießen. Hm, können wir sogar. No penetration. Schade. Kitty hat voll erwischt. Okay. Da haben wir auch unser Hauptziel, T-62, direkt voraus. Den werden wir uns jetzt auch mal vornehmen. Wenn er rauskommt. Oh, Leopard hinter uns. Oh, da kommt die Artillerie. So, da haben wir das gute Stück. Ist leider ein Stück Auto davor. Sehr ärgerlich. Autos kann man ja immer noch nicht durchschießen. Ja, leider nur die Kette getroffen. Na, das kam schon. Jetzt steht uns hier unser eigener OF-40 vor der Nase. Sehr unschön. Ah, gut, den haben wir gut erwischt. So. Wenn der drauf geht da vorne. Ups. Wir werden von hinten beschossen, vom OF-40. Jetzt ist er gebounced.
Na, warte. Knilch, komm raus. Wir kriegen dich. Na. So, hier drüben war irgendwo noch ein Leo, aber ich glaube, der ist draufgegangen. Jetzt muss ich mich allerdings ein bisschen zurückhalten. So viel HP habe ich nicht mehr. Hab da ein paar böse Treffer kassiert. Und der OR40 da vorne ist nicht alleine. Der hat hier noch einen Kumpel. Der 64. Oh Gott, ich muss weiter vorhalten. Ich saß schon eine Weile nicht mehr im T62. Aber den hat die Kitty gerade eben komplett weggeräumt. Sehr schön. So, auch der ist raus. Dann haben wir jetzt hier links nur noch ein Starship, zwei LEVs und sehr viel Kleinkram da vorne. Ich habe aber jetzt keine Lust, hier irgendwie vorzufahren. Ich räume mal kurz was weg. Lade ein APCA. Die doofen Mauern. Drüber geschossen, super. Okay. Wird Zeit, hier mal ein bisschen aktiver zu werden, glaube ich. Gute Frage, was machen wir? Da hinten, das Starship, können wir uns natürlich rausnehmen, aber da ist was. So, da die beiden alleine sind, gehe ich da jetzt einfach mal drauf. Da wurde nichts anderes gespottet, deswegen drauf da. So, nicht absaufen. Das ist sehr hilfreich. Ja, wie gesagt, wenn man diesen Panzer hier gratis bekommen kann, sollte man es eventuell auch mal in Erwägung ziehen. Denn mir macht der sehr viel Spaß. Hat ja auch schon der T-62 mir sehr viel Spaß gemacht. Und allein die Tarnung ist es definitiv wert. Den Panzer wird es danach nicht mehr geben. Also einfach einloggen vom 11. bis zum 22. 11.2015 habt ihr Zeit, also wirklich über 10 Tage, und in der Zeit schafft es, glaube ich, jeder mal, sich 10 Minuten einzuloggen und dann eventuell jedes Schmuckstück mal auszufahren. Würde mich freuen. Danach gibt es ihn nämlich nur noch für eventuelle Gewinnspiele oder halt bei mir im Stream. So. Daneben. Extra die schnellere Ladung geladen, aber es hat nicht ganz gereicht. Ah. Gut. War es ein Victory. 1223 Schaden. Kitty hat sogar einen Kill mit nach Hause genommen. Und wir waren halt Lot hier. Aber T62 funktioniert halt immer. Und der T62-Veteran ist da nicht anders. So, wir können ja mal gleich mal auf Upgrades klicken. Was man denn bei dem Teil hier erforschen muss. Denn wie gesagt, der kommt Stock zu euch. Das ist kein Premium. Der macht nicht mehr Credits oder sonstiges. Ihr seht 46.000 Credits, 900 XP. Das ist Standard. Das würde ein T62 auch machen. So, rein von den Teams her. Ich glaube, ich bin relativ zufrieden. Definitiv. Haben wir ganz gut Schaden gemacht. Und wenn wir jetzt hier auf Upgrades klicken, das Platoon machen wir mal zu, seht ihr hier, wie der ausgebaut aussieht. Also wir haben hier zwei Motoren, die müsst ihr erforschen. Wir haben hier unten noch mehrere Sichtgeräte für die Crew. Außerdem haben wir hier noch neue Ketten und Retrofits. Ja, ein Retrofit ist von Anfang an frei. Den zweiten müsst ihr euch freispielen. Und ja, da könnt ihr dann dementsprechend euren Panzer verbessern. So, wie gesagt, drei davon gibt es bei mir auf Facebook zu gewinnen. facebook.com/mutality. Einfach unter dieses Video hier einen Kommentar setzen, irgendwas Nettes. Und schon verlose ich morgen dann die drei Codes. Ansonsten hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Bis bald, euer Mu. Tschüss.